den Wählern zeigen, dass wir sofort in der Lage sind, entscheidende Weichen neu zu stellen. Es muss eine Politik wenden, es muss ein Politikwechsel in Thüringen stattfinden. Die Menschen, und ich bin viel, viel unterwegs, die wollen kein Weiter-so. Herr Höcke, darf man den heutigen AfD-Parteitag als Startschuss für eine AfD-Regierung in Thüringen bezeichnen? Ja, wir setzen hier auf jeden Fall ein Zeichen der Einheit, ein disziplinierter Parteitag, ein Parteitag, der von, wie ich finde, qualitativ sehr hochwertigen Reden auch bestimmt wird. Wir sind einfach in den letzten 10 Jahren richtig professionell geworden und ich glaube, im Vergleich mit anderen Landesverbänden ist Thüringen ganz, ganz weit vorne, was diesen Professionalitätsgrad angeht. Und deswegen bin ich sehr optimistisch, dass wir als schlagkräftige Einheit jetzt im Superwahlkampfjahr 2024 gehen. Erst die Kommunalwahl, dann die EU-Wahl und dann natürlich als Höhepunkt die Landtagswahl. Und wir werden bis zum Umfallen kämpfen. Sie sind weiterhin im Fokus der Hetzmedien. Bild-Zeitung zeigt Sie mit Hitlerbärtchen. Der Spiegel spekuliert über das Verbot der AfD. Wie sehen Sie diese Gefahr? Erstmal bin ich, ich will nicht sagen betroffen, weil dieser Begriff schon so abgenutzt ist und er immer wieder im Mund geführt wird von Menschen, die diese Betroffenheit nur heucheln. Aber die Entmenschlichung, gerade meiner Person durch die etablierten Medien, ist mittlerweile in einem Ausmaß für uns sichtbar, dass mir wirklich manchmal sogar die Sprache fehlt. Ich bin sprachlos, wenn ich das sehe. Dieses unmoralische Verhalten eigentlich von der vierten Gewalt, so nennen wir die Presse, die Aufgabe hat, Regierung zu kontrollieren, kritisch gegenüber Regierung zu sein. Aber die gleichgeschaltet wirkenden deutschen Medien machen das Gegenteil. Sie hetzen gegen die Opposition und vor allen Dingen gegen die führenden Köpfe der Opposition. Das ist nicht gut für eine Demokratie und das ist auch eine Ursache dafür, warum die Demokratie in Deutschland in einem ganz, ganz schlechten Zustand ist. Jetzt habe ich gerade den zweiten Teil der Frage verloren. Besteht die Gefahr eines Verbots der AfD? Ja, ich denke, das ist jetzt wirklich Stimmungsmache. Ich sehe die Gefahr eher gering. Ich will nicht sagen, dass es ausgeschlossen ist. Ich habe in meiner Eingangsrede hier auf dem Parteitag ja auch darauf hingewiesen, dass jetzt gerade das Geheimdienstrecht geändert worden ist in einer Nacht- und Nebelaktion im Deutschen Bundestag am Freitagabend und dass am Donnerstagabend war es und dass jetzt die Geheimdienste, also der militärische Abschirmdienst, der Verfassungsschutz, auch befugt sind, wirklich staatlich Denunziationen zu betreiben. Also wir sind wirklich in einem Zustand, der nicht mehr weit entfernt ist vom Zustand der DDR. Die Stasi-Zersetzungsmethoden werden schon lange angewandt gegen die Opposition in Deutschland. Jetzt auch noch die Diffamierung und Denunziation. Das ist tatsächlich beängstigend und wir müssen mit allem tatsächlich rechnen. Obwohl wir uns dann auch mal klar machen müssen, wenn man die mit Abstand stärkste Kraft im Osten Deutschlands verbietet, wir sind die einzige Volkspartei im Osten noch, das muss man so sehen, dann hat man sich wirklich gegen die Demokratie vergangen und dann reißt man sich die demokratische Maske wirklich vom Gesicht und darunter wird dann eben die totalitäre Fratze sichtbar. Und ich glaube, das würde dann auch in Deutschland einen Dammbruch auslösen, der Freiheitsfreunde und der Freiheitsliebe. Es besteht die Möglichkeit, dass die Bundesregierung zerbricht. Nach dem Karlsruher Urteil gegen den Klimafonds fehlen der Regierung plötzlich 60 Milliarden Euro. Sehen Sie einem solchen Regierungsbruch mit Freude entgegen oder würden Sie sagen, das kommt für die AfD zu früh? Ja, also wer die politischen Verhältnisse in Berlin kennt, ich kenne sie ganz gut, ich kenne auch die Hintergrundgespräche, die dort geführt werden, der kann eins zu eins zusammenzählen und der weiß, dass dieser Richterspruch in gewisser Weise auch in eine strategische Planung der Kartellparteien eingeplant war. Das kam nicht überraschend. Von daher gehe ich davon aus, dass man jetzt versuchen will, die Grünen loszuwerden, die es einfach übertreiben mit ihrer Ideologie und mit ihrem Parforce-Ritt für ihre Ideologie und dass man versucht, sie aus der neuen Koalition rauszudrängen. Eventuell gibt es den Übertritt in eine große Koalition, das ist möglich. Ohne Neuwahlen, ja. Und das würde aber für den deutschen Durchschnittsbürger keine große Veränderung der Politik bedeuten. Also es wird einfach so weitergemacht. Die sind sich ja bei den großen Themen einig, ob das die Einwanderung ist oder die Energiewendepolitik. Auch ein CDU-Kanzler Merz würde die
Energiewende ja nicht beenden. Oder ein CDU-Kanzler Merz redet von einer Obergrenze von 200.000. Nein, wir brauchen eine Obergrenze von minus 200.000, um hier überhaupt mal wieder her im eigenen Hause zu werden und die Kontrolle über die Lage zurückzubekommen. Alles das ist mit den Kartellparteien nicht möglich. Deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, was die Forderungen nach Neuwahlen angeht, beziehungsweise nach einem Regierungswechsel in Berlin, weil wir als AfD bundesweit noch nicht die Stärke haben, dort zu reüssieren als Regierungspartner und wirklich einen politischen Kurswechsel einzuleiten. Das wird jetzt im Osten passieren, davon bin ich überzeugt und dafür werden wir alles geben. In Thüringen reichen vielleicht 41-42% für die AfD zur Alleinregierung. Wenn die AfD drunter bleibt, also vielleicht bei knapp 40 oder 35% abschließt, wäre ja trotzdem ein großer Erfolg. Aber wer ist dann ein möglicher Koalitionspartner? Wir haben immer gesagt, wir stehen zur Verfügung. Das ist ja die normalste Sache der Welt. Eigentlich ist das demokratische und parlamentarische Gepflogenheit, dass der Wahlsieger zu Koalitionsgesprächen einlädt, wenn es denn dazu kommt. Und dass wir als AfD Wahlsieger in Thüringen werden, das ist doch sehr, sehr wahrscheinlich. Mal gucken, ob alleine dieses ungeschriebene Gesetz von den Kartellparteien noch exekutiert wird, ob man da auch schon sagt, na, wir machen sowieso ohne die AfD. Es ist ja ein unzumutbarer Zustand. Ja, jeder Demokrat, der muss erkennen, was hier in diesem Lande gerade läuft. Man kann nicht dauerhaft die stärkste Kraft von Regierungsverantwortung ausschließen. Es kann nicht sein, dass die Kartellparteienvertreter ständig die Demokratie im Mund führen, wie eine Monstranz vor sich hertragen. Aber die Grundbedingung für das Funktionieren einer parlamentarischen Demokratie ständig in den Skat drücken. Und die Grundbedingung ist eben, dass aus Regierung Opposition werden kann, aus Opposition Regierung. Und das gilt für jede Opposition, vor allen Dingen für die mit Abstand stärkste Opposition im Land. Wer das von vornherein ausschließt, ist kein Demokrat und ich glaube, das erkennen noch immer mehr Menschen. Wenn wir bei 40% sind und die anderen folgenden Parteien sind bei 20%, dann wird man an der AfD nicht mehr vorbeikommen können. Es besteht die Möglichkeit zu Konkurrenzkandidaturen. Wir haben ja schon mal über eine mögliche Liste Wagenknecht gesprochen, die auch von den Demoskopen hochgeschrieben wird. Mittlerweile gibt es ja auch Planspiele rund um Hans-Georg Maaßen und die Freien Wähler. Sehen Sie solche Konkurrenzkandidaturen als Gefahr oder als Chance für die AfD? Strategisch gesehen ist beides möglich. Wir machen uns natürlich auch viele strategische Überlegungen. Und ein Anti-Establishment aufzubauen, auch im Sinne, dass man versucht, neue Parteien groß zu machen, die dann auch bereit sind, zu einer Koalition gegen das Kartell sich zusammenzuschließen, ist eine interessante strategische Überlegung. Aber dazu müssen diese neuen Parteien wirklich im Bewusstsein unterwegs sein, dass sie nicht Scheinopposition im Kartell sind, sondern Opposition zum Kartell erstmal, um dann als gemeinsame Opposition gegen das Kartell irgendwann auch Regierungskoalition werden zu können und zu wollen. Dieses Bewusstsein muss da sein und das kann ich eben bei der einen oder anderen Kleinstpartei noch nicht wirklich einschätzen. Da fehlen mir auch noch die Informationen. Was das Wagenknecht-Projekt angeht, ist das, was ich im Augenblick weiß, eher nicht ermutigend, was die von mir gerade skizzierte Strategie angeht. Verbrauchte Köpfe, die in der Vergangenheit das Hohelied von Multikulti gesungen haben, die auch diese ganzen Minoritätspolitikansätze der Linken mitgemacht haben. Das, was man bisher programmatisch gehört hat, war sehr, sehr dünne Suppe. Und der Aufschlag in Berlin in der Bundespressekonferenz, also im Auge des Establishments, Bundespressekonferenz, war mutlos und wirkte eher resigniert, als dass davon ein Aufbruchzeichen ausgegangen wäre. Also in Kombination dieser genannten Punkte, muss ich sagen, ist das im Augenblick nicht mit der Hoffnung verbunden, von meiner Seite jedenfalls, dass eine Anti-Establishment-Kraft werden könnte. Was die anderen von Ihnen genannten Projekte angeht, die sind noch im Anfangsstadium, alle eigentlich. Und es wird sich zeigen, ob es gelingt, jetzt noch im Hinblick auf die Ostwahlen wirklich Parteistrukturen hochzuziehen. Habe ja selbst diese Partei im Landesverband Thüringen aufgebaut und weiß, wie schwierig das ist. Die ganzen gruppendynamischen Prozesse. Ja, also bis erstmal die Menschen, die da durch Zufall zusammengeführt werden, lernen miteinander zu arbeiten. Bis erstmal klar wird, wer kann was, wer ist wo gut eingesetzt, wer kann wo etwas nicht leisten, was er vielleicht denkt, dass er leisten kann. Die Enttäuschungen müssen verarbeitet werden.
Und die Konflikte müssen erstmal moderiert werden. Das ist ein jahrelanger Prozess, das ist das eine. Das zweite ist der Bekanntheitsgrad. Bis die Oma Erna im Thüringer Wald oder im Erzgebirge weiß, was Partei X oder Partei Y, die vielleicht irgendwie einen bekannten Frontmann hat, die aber sonst überhaupt noch nicht in Erscheinung getreten ist, ist und überhaupt mal mit Inhalten verknüpft hat, vergehen Jahre. Das sind auch Erfahrungswerte, die wir aus der Demoskopie herauslesen können. Und wie gesagt, das ist alles sehr emotioniert. Ich bin da eher pessimistisch, was den Erfolg solcher Versuche angeht. Letzte Frage. Thüringen, Björn Höcke wird Ministerpräsident. Was ist Ihr Programm für die ersten 100 Tage? Wir arbeiten gerade daran. Wir arbeiten auch an einem Schattenkabinett. Wir werden sicherlich im Wahlkampf einiges aus dem Hut zaubern und den Wählern zeigen, dass wir sofort in der Lage sind, entscheidende Weichen neu zu stellen. Es muss eine Politik wenden, es muss ein Politikwechsel in Thüringen stattfinden. Die Menschen, und ich bin viel, viel unterwegs, die wollen kein Weiter-so. Ich kann mich nur erinnern, dass die CDU in vergangenen Jahrzehnten mit Slogans Werbung gemacht hat wie keine Experimente, das war in der Adenauerzeit. Oder später unter Kohl hieß es dann, glaube ich, Weiter-so als Wahlkampfslogan. Nein, das ist genau das Gegenteil von dem, was die Menschen wollen. Die Menschen wollen eine Politikwende und die AfD steht dafür. Und wir werden relativ schnell Dinge umsetzen, die schnell umgesetzt werden können. Also ich habe gestern schon vor den Kollegen der anderen Medien angekündigt, dass wir auf jeden Fall das Organstreitverfahren sofort eröffnen werden gegen den Bund. Das ist das, was Horst Seehofer 2015 angekündigt hat, aber dann unterlassen hat als bayerischer Ministerpräsident. Das Land Thüringen, der Freistaat Thüringen, wird die Bundesrepublik Deutschland verklagen. Und zwar daraufhin verklagen, endlich Artikel 20 Grundgesetz zu exekutieren. Das heißt, gesetzlich vorgeschrieben ist, dass Regierungshandeln immer eine legale Grundlage haben muss, immer auf Gesetzen fußen muss. Und wenn das so wäre, dann wäre die Einwanderungspolitik, die illegale millionenfache Einwanderung, gar nicht möglich gewesen. Wir leben seit 8 Jahren in einem Zustand eines permanenten Putsches von oben und der muss beendet werden. Und das wollen wir auf dem Rechtsweg versuchen, über ein Organstreitverfahren. Das ist ein Punkt. Wir werden relativ schnell Abschiebeflüge vom Erfurter Flughafen organisieren, um auch ein psychologisches Moment auszulösen. Politik ist ganz viel Psychologie und bisher hören die in dieses Land gelockt werden, ja immer nur die Musik und die Melodie der Willkommenskultur. Das wird anders sein, wenn wir hier regieren. Es wird eine Verabschiedungskultur für illegale Einwanderer geben, dafür aber eine Willkommenskultur für deutsche Kinder, Familienoffensive und so weiter. Also wir haben viel vor. Es wird ein langer Weg werden und wir versprechen auch nicht das Blaue vom Himmel. Auch wir können die Sterne und wollen die Sterne nicht vom Himmel holen. Es ist viele, viele Jahre in die falsche Richtung regiert worden. Es wird viele, viele Jahre dauern, die Substanz, die stark zerstört ist, wieder aufzubauen. Aber wir wollen das anpacken und wir wollen damit beginnen.